Ich bin mir echt noch nicht sicher. Das Leben ist anstrengend. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. Vor 10 Jahren habe ich mir das Fotografieren selbst beigebracht. Und heute bereise ich die Welt als Profifotograf und Filmemacher. Durch meine Videos haben schon über 200.000 Menschen das Fotografieren gelernt. Lerne auch du aus meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich auf meinen Fotoabenteuern. Unser nächster Stopp ist Berchtesgaden, aber wir pennen nicht direkt in Berchtesgaden, sondern hier in Ruhpolding. Das ist der Ordnerhof und der Chef hier ist zufällig einer meiner Workshop-Teilnehmer, Theo, und den treffen wir jetzt da drin. Heute wird nicht gewählt zwischen Pizza, Döner oder sonst irgendwas, sondern wir wählen heute zwischen Bauernentenbrust mit Trüffelsoße, Blumenkohl und Haselnusspüree, Birngelee und Rucola Gnocchi. Vielleicht nehme ich aber auch das Schweinefilet und Kalbsfilet-Medaillon mit Edelpilz, Käsesoße, gedünsteter Birne, Erdnusssalat und Spätburgunder Nudeln. Also ich bin mir echt noch nicht sicher. Das Leben ist anstrengend. Also Theo, vielen Dank für die Einladung und ich frage ja alle Leute immer, wo wir übernachten, tatsächlich Couchsurfing. Ich habe gesehen, du hast die Couch extra ausgezogen, das ist auch Couchsurfing tatsächlich. Dass ihr Platz habt, sagen genau, ne? Genau. Warum hast du das ausgewählt? Warum hast du gesagt, die Jungs können hier vorbeikommen? Ja, weil es mich einfach freut. Erstens, ich finde es eine total coole Idee mit diesem Couchsurfing. Ja. Ich fand die Idee super, dass ihr einfach durch Deutschland mal reist und einfach mal zeigt, wie schön dass das hier ist. Und ich fand die Idee spannend. Wir haben uns kennengelernt beim Workshop, wo ich bei dir war. Und das auch war hier um die Ecke. Super. Hier um die Ecke, Berchtesgaden, war total super, kann ich nur empfehlen. War echt total lässig. Und ja, ich dachte mir, warum nicht? Freut mich. Ich fotografiere seit ungefähr 4 Jahren. Okay. Also nicht so lange, ja. Aber seit 4 Jahren regelmäßig, unregelmäßig. Ja, cool. Ja. Und was am meisten? Landschaft. Ja. Ja, also hauptsächlich Landschaft. Und bietet sich ja hier auch People, an, aber du sitzt ja direkt an der Quelle. Ja, total, hier Chiemgau. Kommst du dazu überhaupt jetzt, wenn du hier im Hotel bist? Ich sage ja, regelmäßig, unregelmäßig. Zu selten, okay, wie ich, weniger wie ich gerne möchte, aber ja, es bietet sich einfach an. Der Chiemsee ist nah, im Chiemgau gibt es viele schöne Spots, wo man wirklich toll fotografieren kann. Was ist dein Lieblingsspot? Ja, schon der Chiemsee mit. Okay. Ja, und ja, hier so um Ruhpolding gibt es einige schöne Plätze, die man wirklich schön fotografieren kann. Cool. Ja, dann vielen Dank. Und war mir eine Ehre, ich werde bestimmt nochmal vorbeikommen. Welcome to my crib. Komm rein, komm rein, komm rein. So, das ist jetzt tatsächlich mal ein eigenes Zimmer, das Timothy und ich hier bewohnen. Sogar romantisch hier vorbereitet worden, denn sie wussten natürlich, da kommt Timothy und Ben, da brauchen wir einen Schwan. Couchsurfing, ganz klar. Hier wird auf der Couch gepennt. Wir haben heute in einem Hotel übernachtet. So, ich habe relativ gut geschlafen. Ich habe allein geschlafen. Und ich hatte Zeit, vor ein bisschen Kunst mit den Haaren machen. So, ich bin zufrieden heute. Das ist der letzte Drehtag heute. Ich bin sehr froh. Auch. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Berchtesgaden hat tollstes Regenwetter. Den ganzen Tag ist Regen vorausgesagt und es hat auch direkt angefangen. Kurz hatten wir noch ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt hier bam, 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 Dauerregen. Und das ist natürlich scheiße, weil Sebastian extra gekommen ist, auch hier nach Berchtesgaden. Erstmal war er noch nicht hier, aber natürlich auch, um mit der Drohne dann zu fliegen, schöne Luftaufnahmen zu machen. Und das ist bei Regen natürlich nicht so geil und auch nicht so möglich. Das heißt, ich hoffe, dass es nochmal wenigstens eine Stunde oder so mal aufhört, dass wir noch ein paar schöne Fahrtszenen machen können. Und jetzt geht es aber erstmal was essen, frühstücken und dann mal beobachten, was das Wetter noch so macht. So, weil es regnet, probieren wir jetzt einen Unterwassershot zu machen. Das heißt, dann ist es ja egal, Unterwassergehäuse, wie viel es regnet. Und ich probiere jetzt, weil der See ja so klar ist, so halb zu schießen. Also halb unter der Wasseroberfläche, halb über der Wasseroberfläche mit den schönen Bergen und so weiter. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass eine Ente oder eine Gans oder sowas noch im Vordergrund ist. Aber dafür muss ich erstmal das ganze Gehäuse zusammenbauen.
Leute. Ich habe noch nie so eine krasse Rain Protection gesehen, ehrlich. Also muss ich mich ein bisschen selber loben. Das ist auf jeden Fall geil. So, ich bin jetzt umgezogen. Ich habe mir eine Snowboardhose angezogen. Wasserdicht. Regenjacke ist an. Kapuze ist auf. Das heißt, ich begebe mich jetzt raus in den Regen auf den Steg und guck mal, was ich so einfangen kann. Wir sind in der Gaststätte eingekehrt und das ist quasi unsere Basis draußen, schifft immer noch wie in Kübeln. Ich hatte heute Morgen gefühlt 10 Minuten Zeit, Drohne zu fliegen und seitdem war ich eher Regenschutz. Jetzt gehen wir in die Unterkunft, in die Ferienwohnung, holen auf dem Weg noch Melanie ab, die schneidet gerade. Beim Bäcker. Genau, beim Bäcker. Und dann sehen wir mal weiter, wie das Wetter sich verhält und wie es weitergeht. Ja, hi, ich bin Miles. Ich bin zuständig für das komplette Making-of praktisch und den Atmos-Sound. Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Ja, nebenberuflich Teilzeit bin ich hier, um Wasser aufzuwischen vom Fußboden, ja. Macht Ihnen das Spaß? Ja, total so, weil es ein total ausgeglichener Job ist und jeden Tag was anderes. Und immer andere Spots, oder? Ja, das auch. Andere Pfützen, anderes Wasser, so. Qualität ist anders, also ist schon ziemlich cool, ja. Ja, ich muss mal weiter. Das ist das Wichtigste. Ich muss mal weiter. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich bin Melanie, die einzige Dame in der Runde. Und ich schneide die Making-of-Videos. Egal wo, ich schneide überall. Im Bäcker, im Hotel, im Auto, überall. Es gibt man kann überall schneiden. Wenn der Akku hält. Ja, wenn der Akku hält, ja. So, Jungs, war super. Ja. Ein geiles Abenteuer. Und vielleicht sehen wir uns bald. Tschüss. Adios. Ciao. Das war die letzte Making-of-Folge unserer Dreharbeiten quer durch Deutschland bei Jaworski Around the World Deutschland. Unsere Kinotour ist jetzt auch zu Ende. Da wird es dann nächste Woche am Mittwoch nochmal eine Folge geben. Da können sich alle darauf freuen, die schon mal diese Woche im Kino gewesen sind und sich die Folge bei der großen Premiere angeguckt haben. Und für alle anderen, die Folge geht online am 10. Dezember hier auf diesem YouTube-Kanal. Sie wird sehr, sehr geil. Die schönsten Landschaften in ganz Deutschland, wie es hinter den Kulissen war. Habt ihr jetzt schon gesehen, was war eure Lieblingsfolge von den ganzen Making-of-Teilen? Und soll ich vielleicht öfter auch mal das Team integrieren in so eine Making-of-Dinger? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Klick, klick, klick. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann freut euch auf den 10. Dezember. Dann kommt die Jaworski Around the World Deutschland-Folge. Die.